Ein junger Künstler muss ja auch eine Möglichkeit haben. Ein freier Künstler muss eine Möglichkeit haben, um sich ja die Erfahrung auch einzuarbeiten und so weiter. Ja, ich habe große Sorge um die jungen Künstler. Ich habe große Sorge, wie der Berufseinstieg sich in Zukunft gestalten wird. Was glauben Sie, wie oft ich jetzt schon höre, tut mir leid, Frau Falli, aber wissen Sie, Corona, die Gage, also das kennen wir nimmer mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Mir ist es eine außerordentliche Freude, einen wirklichen Star, einen Star der Wiener Staatsoper begrüßen zu dürfen. Daniela Falli, herzlich willkommen bei den Zeitgesprächen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten und dass Sie heute mein Gast sind. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die liebe Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe Frau Falli, Sie haben an den bedeutendsten Opernhäusern unter den bedeutendsten Dirigenten gearbeitet. Die Liste der Dirigenten, mit denen Sie gearbeitet haben, die beinhaltet so alles, was heute die Top-Dirigenten an großen Opernhäusern ausmachen. Sie haben 2006 an der Wiener Staatsoper debütiert, sehe ich hier als Fiaker-Milli in der Arabella unter dem Franz Welser-Möst. Dann die Olympia in Hoffmanns Erzählungen, die Adele in Chicago, dann auch einmal eine ganz, ganz tolle Adele gemacht in Mailand unter der Regie von Cornelis Oboni und seiner Gattin. Also eine lange, großartige Biografie. Wie fühlt man sich da, wenn sozusagen der Stammhaus die Wiener Staatsoper ist, entwickelt sich da eine ganz besondere Verbundenheit? Absolut, es entwickelt sich vor allem eine besondere Verbindung zu unserem schönen Heimatland und zur Kulturstadt Wien, denn ich durfte ja vor der Staatsoper auch 5 Jahre lang an der Volksoper im Ensemble sein. Und ich glaube, ich bin eine der ganz wenigen Ausnahmen, die seitens des Publikums auch anerkannt wurde, als sozusagen im eigenen Land Geborene und dann eben auch Angenommene. Sie sind eine Niederösterreicherin. Eine Niederösterreicherin, ja. Genau. Also ich musste nicht erst den Weg übers Ausland machen, um dann sozusagen hier anerkannt zu werden. Dankenswerterweise gelang das auch anders und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Aber die Wiener Staatsoper hat ja wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht den Anspruch, eines der besten, wenn nicht das beste Opernhaus der Welt zu sein. Ja. Und das muss auch für eine junge Künstlerin schon etwas ganz, ganz Besonderes sein, wenn man hier Teil von diesem Ganzen ist. Absolut, also diesen Satz muss ich natürlich noch hinzufügen. Natürlich ist die Bindung zur Staatsoper nach mittlerweile 14 Jahren eine ganz große und besondere und auch zu den Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine ganz große Ehre und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe eigentlich in meiner ganz geheimen Lebensvision, die ich nie jemandem erzählt habe, habe ich mir gedacht, naja, wenn du jetzt ganz fleißig arbeitest mit 40, vielleicht darfst du dann einmal eine kleine Rolle an der Wiener Staatsoper singen. Dass die Anfrage dann schon mit 27 kam, war für mich hoch überraschend und hat eigentlich meine gesamte Gesinnung, wie es zu sein hat, eigentlich durcheinander gewirbelt. Aber das ist einfach der Zeitgeist auch und es ist auch richtig, dass einfach jungen Leuten auch die Chance gegeben wird. Und das hat mich dann kurzfristig fast überrumpelt und dann habe ich erkannt, okay, also entweder du springst jetzt auf diesen tollen Zug und auf dieses tolle Angebot auf und schaffst es. Ich habe es immer verglichen mit die Abfahrt der Streif und überlebst das gut oder das war's halt. Ja? Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann werfen wir jetzt einfach die Streif runter und riskieren wir es und toi, 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 dank dem lieben Gott. Und allen Leuten, die einen auf diesen Moment mithelfen, vorbereitet zu sein, ist dann Gott sei Dank gut gegangen. Super. Ja. Ich habe Sie als Adele zum Beispiel immer wieder bewundert. Das ist ja gar nicht so eine leichte Rolle, oder? Naja, die Herausforderung da ist eben die Mischung der verschiedenen Genres, also des Schauspiels, des Tanzes und des Gesanges. Mhm. Und das kommt mir natürlich wahnsinnig entgegen. Ich komme vom Musical und das wäre eigentlich immer mein Traum gewesen. Also musikalisches Unterhaltungstheater, so sehe ich das. Ich wäre auch jedem Filmprojekt nicht abgeneigt, denn ich finde, das Schauspiel gehört genauso dazu. Ich habe dieselbe sprechtechnische Ausbildung und so weiter. Also es vermischen sich die Genres sehr, sehr schön in der Operette. Und ich als Wienerin, als Österreicherin, das liegt mir halt auch ganz besonders am Herzen und liegt meinem Herzen auch sehr nahe, denn mein Vater, das Erste, was ich gehört habe, war, wie der Fernmeldebeamte mit seiner Ziehharmonika die Wiener Lieder gesungen hat. Und das ist halt einfach in meinem Blut drinnen. Ja. Und, aber und das ich ist werde auch ein schöner kämpfen. Teil der Kultur. Ja, und eine völlige Identifikation, natürlich. Ja.
Und jetzt gibt's ja, es gibt ja gerade beim Wiener Lied auch junge Künstlerinnen und Künstler, die das sehr modern interpretieren. Ja. Finde ich auch wichtig. Ja. Das, wir müssen eine Weiterentwicklung schaffen und gleichzeitig aber das Traditionsbewusstsein und das Wissen um den langen Werdegang auch des Wiener Liedes oder der wienerischen Musik, wie ich es immer lieber sage, dass wir das nicht vergessen. Ja. Frau Falli, wir leben jetzt gerade in Corona-Zeiten, das sind sehr bedrängte Zeiten, sehr schwierige Zeiten. Das hat viele Künstlerinnen und Künstler sehr, sehr hart getroffen. Die Oper war ja geschlossen, Salzburger Festspiele sind in einer sehr reduzierten Art und Weise, Bregenz ist abgesagt worden und so weiter. Wie geht man als Künstlerin im Moment mit dieser Situation um? Ja, man beobachtet das durchaus mit großer Sorge. Also ich muss sagen, ich persönlich hatte das Glück, dass ich eben als festes Ensemble-Mitglied in die Kurzarbeit gehen konnte. Mhm, das haben viele andere nicht, diese Möglichkeit. Und es zeigt uns diese Zeit natürlich auch, wie soll ich sagen, gewisse Lücken auch schulungslos auf. Ja, es kann einfach nicht sein, dass der Ensemblesänger völlig anders dasteht als der freiberufliche Spitzenstar, wobei um die ich mir weniger Sorge mache, aber es gibt ja ein großes Feld dazwischen auch noch. Ja. Und es ist beunruhigend, wenn man sieht, dass das Ganze zu einem Sterben auch kleinerer Bühnen führen, ich möchte fast sagen wird, ich hoffe doch nicht, aber könnte, sagen wir es mal so, formulieren wir es mal positiv, das sind beunruhigende Beobachtungen. Und ich freue mich natürlich, dass der österreichische Staat und auch die Politik sagt, wir müssen die Flaggschiffe unbedingt stützen und erhalten. Natürlich müssen wir das, das ist ganz keine Frage. Wir dürfen aber auch eben nicht vergessen, dass es die Vorbereitungsbühnen, nenne ich, zu den Flaggschiffen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, überhaupt nicht. Aber ein junger Künstler muss ja auch eine Möglichkeit haben, ein freier Künstler muss eine Möglichkeit haben, um sich die Erfahrung auch einzuarbeiten und so weiter. Ja, ich habe große Sorge um die jungen Künstler. Ich habe große Sorge, wie der Berufseinstieg sich in Zukunft gestalten wird. Was glauben Sie, wie oft ich jetzt schon höre, tut mir leid, Frau Falli, aber wissen Sie, Corona, die Gage? Also das kennen wir nicht mehr. Ja. Also das hört man so oft und wenn es mir so geht, wie geht es dann an Jungen? Was heißt das dann? Sinkt er für 100 Euro dann? Oder was wird das in Zukunft bedeuten? Wird das bedeuten, dass die Leute, die überhaupt noch Arbeit finden, dass das ein ganz engmaschiges Gefilde wird? Noch engmaschiger, als es jetzt schon ist. Also man blickt da, ich schaue da gerne über meinen Tellerrand auch hinaus, man blickt schon sorgenvoll. Und ich glaube, die große Welle wird sich ja später zeigen. Die wird sich später, es wird ein wirtschaftliches Problem kommen, dass man auch, was für uns in der Politik auch ganz wichtig ist, dass man das dann auch beherrscht. Ne? Ja. Also da. Die Staatsoper hat jetzt wieder losgelegt. Butterfly und Elektra dürften ein guter Erfolg geworden sein, wenn man den Berichterstattungen Glauben schenken darf. Trotzdem mit weniger Menschen im Saal. Ist das sozusagen für den Künstler eine Schwierigkeit? Das ist eine neue Situation. Was Künstler eigentlich immer auszeichnet, ist eine riesige Flexibilität. Ja. Wir sind nicht nur wandlungsfähig in den Rollen, wir sind auch in unserer gesamten Lebensführung. Also wenn wir nicht Flexibilität und Resilienz beherrschen, dann haben wir ein Problem. Ja. Das brauchen es vielleicht bei manchen Regisseuren. Ne? Nicht nur bei Regisseuren, das braucht man im gesamten Feld, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wer da zart beseitet ist, wird das nicht lange überleben. Es ist eine neue Situation, es sitzen wenig Leute drin, aber es ist ja wirklich erstaunlich. Ich habe in Wiesbaden im Mai gesungen, weil Erik Laufenberg ist ja ein künstlerischer Intendant, nicht ein Manager, sondern sehr viel Künstlerseele auch. Und der war einer der ersten ganz starken und lautstarken Kämpfer, der gesagt hat, okay, wir haben neue Vorgaben, passt, wir passen uns an, wir machen was. Und das fand ich ganz toll. Und da hat er unsere geplante szenische Rosenkavaliers-Version auf eine Konzertante umgemodelt. Somit war meine Corona-Pause sehr schnell auch dann beendet und ich war gleich wieder in verschiedensten Was Dingen haben Sie drin. Gesungen im Rosenkavalier? Die Sophie, genau. Ja. Und da habe ich auch gesehen, es gibt einfach auch flexible Menschen und flexible Ideen, die einfach aus der Not dann auch versuchen, eine Tugend zu machen. Das finde ich wunderbar, unterschreibe ich immer sehr gerne. Und da habe ich eben auch gelernt, es können ganz wenige Zuschauer im Raum sitzen, wenn die mit dem richtigen Enthusiasmus drin sitzen und wenn das die sind, die einfach auch wirklich sagen, wir trotzen jetzt der Angst, weil die Kunst ist uns wichtig und hold. Das soll wirklich jeder für sich entscheiden,
nach Risikobereitschaft und so weiter, das ist total wichtig. Also ich verurteile niemanden, der sagt, ich gehe jetzt sicher nicht ins Theater oder so. Aber das ist toll, wenn die Enthusiasten dann überbleiben, die drinnen sitzen, da können 30 Leute eine Stimmung für 3.000 machen. Das heißt, mit 1.250 Zuschauern kann diese Stimmung genauso. Und ja, wir hatten die Konzerte im Juni mit 100, was war's, 120 oder 150. Das geht. Das wird jetzt eine gewisse Zeit wahrscheinlich unsere Normalität sein. Und mit der wird man leben müssen. Ganz tragisch war ja, glaube ich, die Premiere des Fidelio im Theater an der Wien, wo Stunden zuvor sozusagen der Lockdown verhängt wurde. Und die haben das dann aber elektronisch, also die haben das per Fernsehübertragung dann gespielt, in der Regie von Christoph Waltz. Genau. Sehr und man muss auch sehr froh sein, dass es die ganze Elektronik und die digitalen Medien und so weiter alles gibt. Das finde ich alles wunderbar. Mhm. Aber ich kann Ihnen garantieren, und ich gebe den Stempel drauf, ein Live-Erlebnis ersetzt es nicht. Natürlich. Und das ist auch meine große Hoffnung. Ja. Das ist auch der Grund, weil ja auch viel diskutiert wurde, ja, wird jetzt deswegen live sterben oder so. Ja. Das glaube ich überhaupt nicht. Nichts aus der Technik kann das Live-Erlebnis. Wie stehen Sie denn zu den Freiluftopern, die an vielen Orten in Europa auch im Sommer und so weiter gespielt haben? Wir haben ja auch einige Beispiele in Österreich. Ja, ja, wunderbar. Also wenn die akustischen Verhältnisse vor allem für uns Sänger dann stimmen, das finde ich wunderbar. Aber muss man auch mit Technik sozusagen aufrüsten, ne? Ja, da rüsten. Ja. Aber wenn man sich Mörbisch oder Bregenz anschaut, also die haben derart phänomenale Tontechniker dort, wenn diese Umstände einfach passen. Und jetzt gerade in Zeiten wie diesen, also Open Air ist jetzt gerade Trumpf, muss man einfach sagen. Wer rausgehen kann an die Luft, der kann spielen. Ja. Ich war teilweise verwundert, wie schnell manche Sommerfestivals da auch die Flinte ins Korn geworfen haben, wo ich gedacht habe, also jetzt bitte mal ein bisschen, also im Monat 1 müssen wir jetzt noch nicht gleich sagen, in 5 Monaten wird nichts stattfinden können. Ja. Also ich denke, da braucht es kreative Ideen, kreative Intendanten und natürlich vielleicht auch eben ein politisches Feld, dass das ermöglicht, weil wenn man gleich sagt, wir dran alles ab, können wir gar nicht mehr kreativ sein. Natürlich. Aber man kann über diese großen Veranstaltungen, Waldbühne, Berlin oder so, da kann man schon auch junge Menschen zur Oper gehen. Absolut. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich finde auch alle Tendenzen, ich mag das auch gar nicht, diese Genre-Enge, das mochte ich noch nie. Ich bin so ein übergreifender Genre-Fall und das ist auch was sehr Europäisches. Der Amerikaner denkt nicht in U und E oder so. Also das gibt es gar nicht. Das finde ich wunderbar. Und wir müssen schauen, wie wir die Jugend reinkriegen. Auch was Dr. Rostschitsch wirklich hier immer wieder prolongiert, das ist genau der Punkt. Also wir veraltern. Ja. Und auch wir rausgehen. Wir müssen rausgehen und wir müssen uns öffnen. Wir müssen eben die neuen Medien auch benutzen, natürlich. Wir müssen auf Instagram, wir müssen auf Facebook. Das ist ja auch schon ein Wandel, den ich durchmachen musste, weil ich bin auch die Vorgeneration natürlich von dem Ganzen gewesen. Aber der neue Operndirektor vertritt ja diesen Gesichtspunkt ganz massiv und sagt, Oper muss sozusagen irgendwo in der Mitte der Gesellschaft sein und rausgehen und Menschen gewinnen. Unbedingt. Also, und die Mutter Oper muss auch gucken, wo ist die Zukunft der Oper. Ja. Das ist total wichtig. Und ich meine, ich kenne jetzt auch die Sicherheitskonzepte, die Wiener Staatsoper fährt. Also es muss wirklich niemand auch nur irgendeine Sorge oder eine Angst haben. Wir werden alle wöchentlich getestet. Wir haben 3.000 Testungen schon durchgeführt. Ja. Es ist ein ganz tolles Sicherheitskonzept. Also da, glaube ich, muss man mehr Angst haben, wenn man in ein Gewandgeschäft geht, in irgendein Shoppingcenter beim Heurigen man sich fast erschlägt oder so. Also Oper rausgehen. Sind Sie eher ein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte Frage, aber sind Sie eher sozusagen der Fan einer modernen Form der Inszenierung oder einer eher so authentischen Form der Inszenierung im Sinne des Komponisten? Ich bin ein Fan einer sinnvollen Form einer Inszenierung. Ja, also es kann was ganz modern sein, es kann was unglaublich reduziert sein. Es muss einfach stimmen. Das ist mein Punkt. Und es gibt ein paar Regeln, die einzuhalten sind, über die ich manchmal sehr mich ärgere, wenn sie nicht eingehalten werden, die uns dann akustisch das Leben extrem schwer machen als Sänger, wo wir dann immer lesen, ja, die Stimmen sind zu klein. Möglicherweise liegt es aber nur daran, dass man keinen Holzplafond haben oder dass man gewisse akustische Regeln nicht eingehalten werden oder an wichtigen strategischen Stellen die Leute nicht dort zusammenstehen, wo sie einfach zusammen singen müssen. Und dann steht da eine, der mit dem Duett, dazwischen stehen 5 andere. Also es gibt, mich ärgert viel mehr, wenn die Grundregeln, also das, was ich wirklich also mit dem Hammer eingebraucht bekommen habe am Anfang meines Theaterdaseins, und ich bin ja mit 17 zum Felix Dvorak gestapft, habe gesagt, wie geht Theater? Dvorak.
Felix Dvorak war es, ja, genau. Und ich meine, da bin ich wirklich, da waren die ganzen Stars dort, Und ich meine, die haben mich da, also das war eine harte Schule. Und die vermisse ich manchmal, muss ich auch regelrecht sagen. Ja? Also bestimmt, es gibt bestimmte Regeln und ich finde, die haben gute Traditionen und an die darf man sich auch weiterhin halten. Und wer sein Fach beherrscht und auch ein Regisseur, der weiß ja darum. Ja. Aber ich glaube, es verbindet uns sozusagen, dass wir uns bemühen sollten, möglichst viele junge Menschen ins Theater und in die Oper zu bringen. Absolut, absolut. Und in der Regie gibt es ja auch mehrere Ansätze. Die klassischen Regisseure, Künstler, die man einlädt, bildende Künstler. Denkt zum Beispiel an Hermann Nitsch bei der Herodiade oder wir denken zum Beispiel jetzt an den Obonia mit seiner Gattin. Ist das für Sie auch ein Konzept, dass man sagt, man holt sich verschiedene Sichtweisen in die Regie? Ja, weil ich finde, Kunst muss bunt sein, Kunst muss am Puls der Zeit sein und Kunst darf auch Anlass zur Diskussion bieten. Und das finde ich wunderbar. Und wenn wir da verschiedenste Zugänge holen auch, das finde ich interessant. Wie gesagt, die bestimmten Grundpfeiler, die man wissen muss, muss man wissen. Ich sage immer, die Handlung muss nachvollziehbar sein. Ja. Oder wenn ich schon was Neues drüber stecke und stopfe, dann muss das auch nachvollziehbar sein. Aber die Oper muss offen sein für junge Menschen. Ja, und auch für Experimente. Und soll auch mal was schief gehen. Geht einmal was schief. Ja, ist doch in Ordnung. Als Sozialdemokrat füge ich noch hinzu, ich möchte sozusagen einen breiten Zugang auch zur Oper haben. Ja, natürlich. Ja, und auch ein leistbarer Zugang. Denn breit hängt zusammen mit leistbar. Natürlich. Das ist aber in der Staatsoper zum Beispiel auch wunderbar gegeben mit den Stehplätzen oder den Studentenkarten. Das gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr gut. Liebe Frau Fallis, Sie sind ja auch eine junge Mutter. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage, wenn eine Frau heute in so einem Top-Beruf ist, wie Sie das sind, wie lässt sich das sozusagen, wie lässt sich Beruf und Familie verbinden? Das ist für uns Sozialdemokraten oder für mich als Sozialdemokraten ein ganz wichtiges Anliegen, dass man auch die Grundlagen schafft, dass Familie und Beruf sozusagen nebeneinander möglich sind. Danke erstmal dafür, dass man sich dafür einsetzt, denn das ist immer noch ein Riesenthema. Und man will es ja oft so darstellen, als ob das ganz einfach möglich ist. Aber das ist es nicht in Wahrheit. Das ist ein großer Balanceakt, ein Drahtseilakt mit sehr viel Organisation. Ich würde sehr gerne sehen, wenn ich jetzt schon hier sitze und sprechen darf, dass ein bisschen mehr Frauen auch in Entscheidungsebenen sind. Ja. Wir haben zum Beispiel Opernhäuser, die haben Angestellte bis zu fast 1000 Leuten. Warum gibt es da keinen Kindergarten? Warum gibt es da keine Betreuungsmöglichkeit für die Abendstunden? Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig das Leben ist, wenn ich jedes Mal, mein Mann ist auch Sänger, der ist sehr viel weg, ich bin also quasi fast eine alleinerziehende Mutter. Es ist mit unfassbaren Kosten verbunden. Sie kriegen abends bis 22 Uhr sehr schlecht. Babysitter, das ist nicht einfach. Ja. Man muss sich irgendwas überlegen. Ich glaube nur, es scheint mir, dass diese Gedankengänge manchmal, vielleicht muss er dafür eine Mutter sein, dass man anders denkt. Ich weiß es nicht. Ja. Das sollte auch möglich sein. Man hat ja doch Bereiche in der Gesellschaft, wo das auch funktioniert. Wobei ich auch wirklich, darf ich auch mal loben, also die Kinderbetreuung in Wien ist wirklich grandios. Man kann alles immer verbessern und so weiter und so fort. Aber dass ich einen Gratis-Kindergarten haben darf, wenn es nötig ist, von 6 Uhr bis 18 Uhr abends. Und da weiß ich, es geht ja auch darum, Sie wollen ja Frauen, die im Beruf handlungsfähig sind. Ja. Ja. Ich muss, um das ohne Sorgen gewährleisten zu können, muss ich ruhigen Herzens wissen, dass mein Kind, meine Tochter oder mein Sohn, das sind die Zukunft, dass die wirklich in guten Händen sind. Wir haben vor ein paar Tagen in Wien umgesetzt und da bin ich auch als Wiener Politiker ein bisschen stolz, dass 70 Schulen sozusagen jetzt gratis sind, und zwar verschränkte Ganztagsschulen. Verschränkt heißt, dass der Unterricht sich über den ganzen Tag zieht, mit Ruhephasen, Sportphasen, Lernphasen, auch für Kultur hoffentlich. Als Bildungspolitiker ist mir sozusagen ganz, ganz wichtig, dass man den Zugang zur Kunst und zur Kultur, dass man das ganz, ganz stark im Bildungssystem verankert hat. Ja? Ja. Aber man muss sich mal überlegen, woran erinnert man sich 20 Jahre nach der Schulzeit? Woran erinnert man sich? Man erinnert sich oft an den gemeinsamen Theaterbesuch oder an den gemeinsamen Museumsbesuch. Ja. Und da bleiben schon Erinnerungen, die auch sozusagen Menschen für ein ganzes Leben prägen können. Total. Und Kreativität, das ist ja alles, also jetzt mittlerweile wirklich schon auch ein alter Schuh, den wir ja alle schon lang wissen. Wenn wir über Kreativität, über Spaß, über Freude, über Liebe lernen, dann also mit diesen Emotionen lernen, dann bleibt das in uns drinnen. Das heißt, theatralische Formen, in welcher Art und Weise Kunstformen,
hier einzuweben, halte ich für das Allerwichtigste. Ich habe einen ganz großen Zukunftsforscher auch gehört, der gesagt hat, ja, also in Zukunft werden wir gegen die Maschinen verlieren. Aber was macht uns aus als Mensch? Eben die Kreativität. Ich halte es mir mit Pablo Picasso, der gesagt hat, Kunst ist sozusagen das Mittel, um den Schmutz von der Seele zu bringen. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr, und auch sehr, schöne Dinge in die Seele zu bringen. Natürlich. Weil wenn ich ein englischsprachiges Theaterstück aufführe, Gott, also mein Englisch werde ich nie wieder vergessen, was ich da gelernt habe, denn ich lerne das lang, bis das drin ist. Und ich probe das lang. Das ist alles, ich werde das sehr positiv gestimmt, wenn das verwirrt wird. Frau Fallin, in Wien, glaube ich, passiert ja einiges, so junge Künstler sozusagen zu fördern. Ich glaube, der Direktor Rostitsch hat ja auch ein Programm, ich glaube, im Opernstudio und so weiter. Das schätzen wir schon sehr positiv, glaube ich. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich darf dazu sagen, ich bin auch ein absolutes Institutionenkind. Meine Eltern haben nichts mit Kunst zu tun gehabt. Ich war ein Kind der Musikschulen, der Musikuniversität Wien, der Förderprogramme, der Wettbewerbe. Also alles quasi mir selber hier dank der vorhandenen Infrastruktur erwerben dürfen. Ja, und das ist jetzt bin ich, wie soll ich sagen, im Frühherbst der Karriere, nenne ich das jetzt mal. Ich merke, und mit der Mutterschaft auch, mir ist es extrem wichtig, dass ich weitergebe. Also ich unterrichte mit einer riesigen Leidenschaft. Ich möchte das ausbauen, das ist mein ganz großes, dafür brenne ich wie für kaum was anderes im Moment. Und Jugendförderung, das liegt mir auch so sehr am Herzen. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit ein paar neue Projekte auch begonnen zu lancieren. Das wird man dann erst in 2 Jahren merken alles. Aber das ist mir so wichtig. Wir dürfen unsere österreichischen jungen Leute vor allem auch nicht vergessen. Und wie schaut es mit dem Sängerinnen und Sängernachwuchs in Österreich aus? Ja, also ich glaube, es schaut nicht so schlecht aus. Ja. Wir müssen sie aktiv wirklich suchen, einbinden und auch diesen ganzen Künstlerweg vielleicht auch attraktiv gestalten, dass man nicht sagt, wie meine Eltern, ja, du wirst verhungern, das brauchst du gar nicht anfangen, sondern dass man auch sagt, da gibt es ja Möglichkeiten. Ja? Wo beginnen denn die jungen Leute? In einem Chor? Oder unterschiedlich. Ja, oder ich glaube, viel lieber noch oder eben Kirche, Musikschulen. Ja, Musikschulen, phänomenal wichtig. Ja, und man muss es am Land, man muss zu den Leuten gehen. Ja. Das ist auch ein Ansatz von mir, wenn ich Jugendförderung machen will, ich muss hingehen. Ich kann nicht warten, dass wer hergeholt wird oder dass irgendwer freiwillig kommt. Ja. Ich muss hingehen. Ich muss tolle Kunst hinbringen zu einem leistbaren Preis. Ja. Sonst kriege ich die Leute nicht. Und da haben Menschen, die Blaskapellen, da kommen die ganzen philharmonischen Bläser her. Also diese Dinge müssen, das darf man nicht auch vergessen. Auch die Militärmusik beim Bundeswehr hat eine ganz wichtige Bedeutung für viele Musikgruppen und Kapellen. Amateurvereine in jeder Hinsicht, der Theateramateurverein, also was da schon alles an Talenten entdeckt worden ist, das darf man alles nicht vergessen. Absolut. Also diese Anfangs Geschichten, da sind wir jetzt wieder vom Anfang des Gesprächs, die kleineren, ich nenne es die leidenschaftlichen kleineren Bühnen, das ist wichtig. Im Fußball eine Welt, die mir zumindest als Laie ein bisschen vertraut ist. Ja? Da gibt es die sogenannten Scouts, die rausfahren und schauen, ob sie irgendwo bei einem unterklassigen Verein irgendwelche Talente finden. Gibt es sowas in der hat sich, würde ich sagen, mehr jetzt auf die Wettbewerbe verlagert. Auf die Wettbewerbe, ja. Könnte man sicher ausbauen, würde ich sagen. Das heißt aber, wenn wir jetzt hier im Blog sozusagen die Forderung erheben, dass man die Wettbewerbe weiter unterstützt, ausbaut, dann wäre das sicher eine vernünftige und gute Investition. Ist auch mein ganz großer Zugang. Ja. Ich werde mich jetzt auch in einer Jury eines Wettbewerbs hier tatkräftig einbringen. Das ist genau der Punkt, glaube ich schon. Ja? Also die Wettbewerbe sind wichtig. Aber ich meine, Provinztheater früher hat es immer gegeben. Ja? Ist auch nicht mehr so, ist noch vorhanden, aber jetzt nicht mehr in dem Ausmaß vielleicht, wie es war. Ist auch in Ordnung, ist der Zeitgeist und so weiter. Aber ich bin halt der Meinung, ich sollte mir die Hörner auch abstoßen können. Das ist wirklich wichtig. Und dann erkennt man die Talente. Also ich meine, wäre ich nicht hingestapft zum Felix Dvorak damals, habe gesagt, ich möchte einfach am Theater irgendwas machen und hätte mir der nicht zufällig einen Satz jeweils gegeben, weil der hinten die Requisiten ordnet und die Inspizienz und die Regieassistenz macht, darf auch was sprechen. Er war der Erste, der gesagt hat, das heißt, Mädel, hast du ein komödiantisches Talent, mit 15. Ja, er ist ein Erzkomödiant, die Möglichkeit muss man haben. Aber auch vielleicht den Mut muss man haben, wenn man irgendwas in sich spürt, diese innere Stimme. Ja. Also man sagt, ich will zum Theater, dann muss man dem folgen einfach. Okay? Darf ich nur ganz kurz fragen, weil wir da, mache ich das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, haben Sie Wünsche oder Überlegungen, die Sie der Politik mitgeben wollen? Oder Forderungen? Also ich sehe es einfach,
Ich habe ein bisschen geschluckt, muss ich wirklich sagen, dass ich verstehe es total, dass wir die in der Krise, jetzt habe ich ein bisschen geschluckt, ja, dass wir die absoluten überlebenswichtigen Bereiche vorannehmen, aber dass die Kultur derart untergegangen ist und dann auch noch, man hat es dann eh korrigiert, dass man ja. da einfach, das hat mich ein bisschen geschreckt, denn wir dürfen nicht wissen, ich habe gehört, dass 80% der Touristen nach Österreich kommen, immer noch wegen Kunst und Kultur. Also wenn wir diese Flagge verlieren, wie die Freiheitsstatue vor uns herzutragen, ich glaube, dann bekommen wir vielleicht ein größeres Problem, als es im ersten Blick, im oberflächlichen Blick aussehen mag. Ich hab in einem anderen Teil dieses Blogs einmal gesagt, wenn man heute mit Top-Managern redet, die nach Wien kommen, das heißt, aber mit Managern, die wahrscheinlich an jedem anderen Ort der Welt auch tolle Aufträge bekommen würden, und man sie dann fragt, warum kommst du nach Wien oder was ist ausschlaggebend, dann sind natürlich die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen und so weiter, das ist alles wichtig. Aber fast jeder sagt, das ist das Angebot von das kulturelle Angebot. Ja? Und halt auch die Stimmung, die in Wien ist. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir uns nicht auf den Meriten der Vergangenheit immer nur ausruhen. Ja? Also ich bin immer dafür, dass wir die Tradition hochhalten und ehren, wie nur was. Ja. Aber ich finde, wo ist die nächste Sezession und wo ist das alles? Also ich finde, da gibt es viel. Also die Wissenschaftler sagen ja auch, sie würden gern mehr und so, die wandern uns oft ab und so weiter. Ich finde, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht im Musealen dann, nenne ich es jetzt mal, versinken, sondern dass wir auch schauen, dass wir am Puls der Zeit überall dranbleiben. Wir versuchen es in der Wirtschaft sehr und so weiter. Ja. Ich finde, wir können in der Forschung da, glaube ich, noch weitergehen. In der Forschung ist viel zu tun. Ja. Und natürlich eben auch, dass wir schauen, dass wir künstlerisch, und da nehme ich uns Künstler auch an der Nase, dass wir am Puls der Zeit und am Ball bleiben. Ja? Also nur einfach sagen, das war in den 60er Jahren toll und so. Also wir müssen da. Und auch die Offenheit für viele moderne Formen der Kunst. Ja. Ja. Und für Neues und für Kritisches. Ja. Und ich finde ja, die Corona-Krise hat ja auch ein bisschen was Positives, auch mal, man hinterfragt ja sehr viel und das finde ich sehr gut. Ja. Und auch ich als Künstlerin habe mich sehr hinterfragt, weil wir sind in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt es funktioniert wir machen das, was immer funktioniert hat und wir rennen da alle brav mit und wir müssen uns gar keine eigenen Gedanken mehr machen und alles hat irgendwie, es war so ein Radl, das eigentlich von alleine gerannt ist und das hat aber manches Mal, finde ich, zu einer künstlerischen, ich lehne mich raus mit dem Begriff, aber manchmal war es dann ein bisschen belanglos auch schon, finde ich. Und es hat mich so wahnsinnig gefreut, dass jetzt, wie wir gesehen haben, also auf der Managementseite ist es sehr still geworden oftmals. Mm-hmm, und ein Günter Kreuzberg und ein Andreas Schager dabei. Wir haben das erste Chorwerk wieder aufgeführt, das Oratorium, und zwar auf Initiative von Kreuzberg. Der hat den Dirigenten Ferlesch angerufen und gesagt, Heinz, wir müssen was machen, so geht's ja nicht. Ja. Und die Künstler sind aktiv geworden. Und ich fand das so schön, weil das ist die Aufgabe der Künstler. Der Input zur Eigeninitiative, der ist gezündet. So ist es, Liebe Frau Falli, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich. In die Wiener Orania zu kommen. Das ist hier sozusagen das Flaggschiff der Wiener Volksbildung. Wir sitzen da im Atelier. Wunderschöner Ausblick bis hin zum Riesenrad. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute für das kommende Programm und für alles, was Sie an Projekten und Formen haben. Und alle meine Gäste bekommen zum Schluss ein kleines Präsent. Mein Wahlkreis ist Hietzing und es gibt am Dach der Sozialdemokratie in Hietzing 12 Bienenstöcke und da wird gemeinsam von fleißigen Bienen mit einem tollen Imker wird genfrei und bio-zertifizierter Honig produziert. Und ich höre, der soll ja für die Stimme ganz besonders gut sein. Ja. Also das ist High Quality. Danke. In diesem Sinne darf ich Ihnen das geben. Alles, alles Gute und vielen, vielen herzlichen Dank. Das nächste Mal bringe ich Ihnen einen Honig der Bienen der Staatsoper mit. Auch wir haben Bienen. Den kenne ich auch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.